Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von Jura Intensiv. Mein Name ist Dirk Schweinberger und wir schauen auf den Novembertermin 2020, hessisches zweites Staatsexamen. Wie sieht es aus? Kommt Arbeitsrecht, kommt Wirtschaftsrecht, kommt eine Urteils- oder eine Anwaltsklausur? Schauen wir in die Statistik. Wenn wir uns die bisherigen Verläufe anschauen und richten einen ersten Blick erstmal auf die Rechtsgebiete, dann fällt auf, dass die Verteilung zwischen Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht bis zum Septembertermin, also bevor der Septembertermin geschrieben wurde, wirklich absolut gleich war. Ja, es gab mal Jahre, wo 4 Arbeitsrecht und 2 Wirtschaftsrechtsklausuren kamen. Dann kam aus Ausgleich wieder 4-mal Wirtschaftsrecht, 2-mal Arbeitsrecht. Das hat sich dann irgendwann ausgeglichen. Und wenn man das über die Jahre gemittelt hat, konnte man sagen, Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht kommt mit der gleichen Häufigkeit, kommt mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. So gesehen ist jetzt also eine Prognose, was passiert im November, relativ schwierig. Schauen wir nur auf das Jahr 2020, da haben wir bisher 2-mal Arbeitsrecht, 3-mal Wirtschaftsrecht. So gesehen könnte man sagen, wäre es mal wieder Zeit für eine Arbeitsrechtsklausur. Und wenn wir in der Vergangenheit eine Situation hatten, wo 4-mal das gleiche Rechtsgebiet in einem Jahr geschrieben wurde, dann gab es danach kein weiteres Jahr, wo das gleiche Rechtsgebiet ebenfalls 4-mal geschrieben wurde. Also hier 4-mal Wirtschaftsrecht, danach kam der Ausgleich. Hier 4-mal Arbeitsrecht, dann aber auch nur 3-mal Arbeitsrecht. 4-mal Arbeitsrecht 2018, dann kam der Ausgleich mit nur 2-mal Arbeitsrecht 2019. Wir wissen ja alle nicht, ob da irgendjemand im Prüfungsamt sitzt und Statistiken macht. Vor allem wissen wir nicht, ob da jemand sitzt, der sich auch diese Videos anschaut. Es geht ja nur um ein bisschen Spielerei, es geht um ein bisschen Kaffeesatzleserei. Es geht natürlich auch darum, euch Zeit zu sparen, dass ihr euch nicht selber durch irgendwelche Statistiken wühlen müsst oder vielleicht sogar selber eine Statistik anlegen müsstet. Wenn es aber bei dieser Regel bleiben sollte, dass es in 2 aufeinanderfolgenden Jahren bisher niemals 4-mal das gleiche Rechtsgebiet gab, dann dürfte jetzt im Jahr 2020 auch nicht zum 4. Mal Wirtschaftsrecht kommen. Das würde dafür sprechen, dass es eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt, natürlich keine Sicherheit, aber eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass im November eine Arbeitsrechtsklausur kommt. Und wenn hier irgendein Spaßvogel aus dem Prüfungsamt zuhört, der dann absichtlich das Gegenteil macht, wie gesagt, es ist ja auch alles nur ein bisschen Lesen im Kaffeesatz. Schauen wir auf die Klausurtypen, dann müssen wir auch konstatieren, dass wir in der aktuellen Situation jetzt eine weitere Anwaltsklausur hinzufügen können, dass wir jetzt also sagen können, okay, wir haben 3 Wirtschaftsrechtsklausuren, wir haben 3 Anwaltsklausuren. Auch hier fällt auf, dass wir in den letzten Jahren immer ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Anwalts- und Urteilsklausuren haben. Das muss aber so nicht sein. Im Jahr 2016 hatte die Anwaltsklausur eine deutliche Unterrepräsentanz. Das war im Prinzip der verspätete Ausgleich für das Jahr 2014, wo es gerade andersrum gewesen ist. Ja, auf lange Sicht Anwalts- und Urteilsklausuren kommen in gleicher Häufigkeit, in gleicher Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich eben gesagt hatte, es gibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eine Arbeitsrechtsklausur gibt, dann ist es doch so, dass Arbeitsrecht in den letzten Terminen vor allem als Urteilsklausur geprüft wurde. Ja, dass es vor allem arbeitsrechtliche Urteilsklausuren gegeben hat. Und das würde dann auch gewissermaßen mit der Statistik passen,
dass also eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine arbeitsrechtliche Urteilsklausur besteht. Eine arbeitsrechtliche Anwaltsklausur ist in den letzten Jahren ja im Prinzip schon fast zum Exoten geworden. Es gab beispielsweise im Juli 2017 eine arbeitsrechtliche Anwaltsklausur. Das war aber, wenn ich jetzt gerade nichts übersehe, in den letzten Jahren dann auch, wenn man mal ab 2016 schaut, die einzige. Dann hatten wir hier 2015, hier dann deutlich mehr arbeitsrechtliche Anwaltsklausuren. Ja, es gibt also in der jüngeren Zeit eine ganz klare Tendenz hin zur arbeitsrechtlichen Urteilsklausur. Könnte natürlich auch das Prüfungsamt dazu bringen, hier mal wieder originell zu sein. Ja, zur in Anführungszeichen allseitigen Überraschung eine arbeitsrechtliche Anwaltsklausur bringen. Heißt also in letzter Konsequenz, man sollte sich nicht zu sicher sein. Ja, oh, jetzt hat hier einer von Jura Intensiv gesagt, es kommt eine arbeitsrechtliche Urteilsklausur und ich bin stinksauer, wenn was anderes kommt. Wir reden nur über Wahrscheinlichkeiten. Und nochmal, es geht nur darum, dass ihr euch hier nicht selber irgendwelche Statistiken anlegen müsst. Was ihr aus diesen Informationen macht, dafür kann ich natürlich keine Haftung und keine Garantie übernehmen. Ich fasse kurz zusammen. Es gibt eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Arbeitsrechtsklausur. An sich wäre, wenn man nur nach ausgewogener Statistik schaut, auch mal wieder eine Urteilsklausur dran. Damit wären wir bei arbeitsrechtlicher Urteilsklausur, die in den letzten Jahren im Arbeitsrecht fast ausschließlich geprüft wurde. Ja, letzte arbeitsrechtliche Anwaltsklausur ist her. Hier hatten wir noch eine im Mai 2018, hier im September 2018. Aber ja, das ist schon etwas in der Vergangenheit. Das ist über 2 Jahre her inzwischen. Wie gesagt, eine arbeitsrechtliche Anwaltsklausur könnte auch mal wieder die Überraschung sein. Vor diesem Hintergrund bitte auch darauf vorbereiten. Mehr will ich zu diesem Thema jetzt nicht sagen. Ich hoffe, dass es zumindest Zeit gespart hat, was die Eigenrecherche angeht und dass ihr in der Lage seid, aus diesen Informationen für euch etwas herauszuholen für die letzten Wochen des Lernens. Ich wünsche allen von Herzen viel Erfolg im Staatsexamen. Alles Gute, viele Grüße vom Dirk.